Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Im letzten Part sind wir die ganze Route 205, den südlichen Abschnitt, lang gelaufen und ja, sind jetzt hier im Ewigwald angelangt und hier begleitet uns heute durch den Wald Reißer. Ja, Reißer ist nämlich, wohl ein junges Mädchen, ich weiß gar nicht, anscheinend aber schon, ne? Und die traut sich nicht alleine durch den Wald durch. Darauf finden wir erstmal einen Haraheiler, ist ja auch gar nicht so verkehrt. Und ja, jetzt sind wir halt hier mit ihr gemeinsam und machen hier schöne Doppelkämpfe. Und ja, hier sind ja schon die Nächsten. Also, auf in den Kampf. Wer bist du? Wenn Pokémon und Trainer einander blind verstehen, entsteht eine besondere Energie. Ich sehe sie. Ich kann sie deutlich sehen. Die unmittelbare Niederlage. Deine unmittelbare Niederlage, sagte sie. Aber was ist, wenn es ihre ist? Seher Linus und Lisa. Seherin Lisa. Und haben beide Abra. Abra und Abra. Doppeltes Abra. Und beide auch nur ein Pokémon. Level 15. Wir sind jetzt auf Level 14. Das heißt, da können wir doch schon mal ein bisschen gut mit arbeiten. Ruckzuck-Hieb machen wir da. Und Abra denkt sich so, Energieball, das ist die Pflanze. Es war ein Volltreffer. Wer hätte das ahnen können? Wer hätte das schon wieder ahnen können? Floater! Oh, na gut. Es ist verwirrt. Das erste ist verwirrt, das ist schon mal gut. Dann, Jesse, du hast eine Doppelattacke. Bist du nicht perfekt eigentlich für einen Doppelkampf mit Rasierblatt? Es geht nämlich auf alle beide hier. Energieball. Ja gut, wenn das jetzt auf uns geht. Das interessiert jetzt wirklich niemanden mehr. Haut zum Energieball auf uns wieder ein. Hat Spaß dran. Nicht effektiv, klar. So, weg mit euch beiden. One hit. Also, weg schon. Mein Pokémon ist da in der Hinsicht ein bisschen gerade zu stark. Aber ich hoffe, die Levelkurve, die passt sich dann noch an demnächst wieder. Deswegen. Ja, Grummel, Grummel, genau, Grummel. Wir wissen das schon. Seufz. Ah, nee, diesmal ist aber Grummel. Ja. Entgegen allen Erwartungen bin ich es, die Niederlage davon trägt. Tja, 1000 Pokédollar haben wir. Und jetzt sollte ja mein Pokémon wieder geheilt sein, ne? Ja, wieder voll geheilt. Und dann haben wir hier eine Graspassage. Haben wir noch irgendwas? Wir könnten hier lang gehen. Und was haben wir hier? Ein Haspirohr oder ein Knospi. Aber wir machen die Biege. Wir machen die Biege. Tschüssi. Und dann nochmal hier geschaut. Sag bloß, wir können damit Trainern ausweichen. Nee, das wollen wir doch nicht. Eigentlich wollen wir das nicht. Da. Arnikon und Knospi. Aber auch hier machen wir wieder die Biege von. Cheesy. Alter. Davon sind wir. Und dann haben wir hier euch beiden, ihr Käfersammler. Ich habe ein seltenes Pokémon aufgespürt. Achtung, Plage im Marsch. Genauer gesagt, Hexaplaga. Ah ja. Was ist denn jetzt eine Hexaplaga? Drei und zwei Pokémon. Bummi und Wampel. Wampel und Bummi, okay. Und dann machst du einfach mal den Ruckzuck-Hieb auf Wampel. Komm, auf Wampel. So. Säuselstimme. Haben wir schon mal das eines von den beiden irgendwie... Nein, ja gut, es hat keinen starken Angriff, ne? Geht auf uns. Volltreffer schon. Mann, hat dein Glück. Und der geht auf Chanaira. Alles klar. Chanaira heißt es ja eigentlich. Chanaira. Aber irgendwie... Ich glaube, das ist in der Pokémon-Community einfach so, dass Chanaira gesagt wurde irgendwann mal. Und deswegen ist es einfach nicht drin. So, Bummi. Tackle. Auf Chanaira, das ist gut.
Pudox. Ja, eben hatten wir Papinella, jetzt kommt Pudox. Machen wir mal beide Pokémon, haben wir jetzt offiziell noch gar nicht gesehen. Aber das eine ist Käferflug. Und das da ist, glaube ich, eine Pflanze. Das Bomi. Windstoß. Auf Chanera, gut. Nicht auf uns, nicht auf uns. Chanera kann es besser ab. Chanera ist der Tank hier. Das zieht aber... Ja gut, das ist Käfer, ne? Und sie ist Typ Fee. Ja gut. Ja, Schutzschild schlägt viel. Woran das wohl liegt? Das ist eine Frage. Lebenstropfen. Lebenstropfen, das heilt uns beide. Das ist eine Attacke, die habe ich gerade selber letztens mal ein Schwert noch eingesetzt gehabt. Noch kurz bevor das Spiel rauskam. Und muss ich trotzdem noch mal kurz nachdenken, ne? Och, Brain. Ach komm, wenn man Routenschlag einsetzt, dann geht das auf beide sogar. Dann machen wir es einfach mal. Ja, runter damit. Runter mit der Verteidigung. Und dann kann Chanera auf mich. Das könnte verwirren, aber es könnte. Das hat auch... Achso, die Verwirrung hat das ausgelöst. Genau, die Verwirrung war das ja, die das auslöst. Okay. Mehr nicht. So, und dann probieren wir es jetzt auch einmal mit einem Rückzug-Keep. Eigentlich müsste er jetzt ein bisschen mehr ziehen. Ja, ein bisschen, ne? Konfusion. Auch das zieht kaum. Bitterkuss. Jetzt immer noch mal auf dich. Beide jetzt verwirrt. Und wir wünschen uns, ihr verletzt euch selber. Brav, Bumi. Und dann Pudox nochmal. Jetzt darfst du dich selbst verletzen und besiegt werden. Nein. Okay. Okay, das ist gut. Aber Pudox ist jetzt weg. Das ist jetzt weg. Okay, das bringt jetzt auch nicht mehr ganz so viel. Bumi ist nicht mehr verwirrt. Gut, dann mache ich einfach mal Routenschlag auf Bumi. Rückzug-Keep. Richtig. Richtiges eingesetzt, falsches gesagt. Da wollen wir doch mal nochmal ein paar XP für sammeln, ne? Und dann erreichen wir Level 15. Yippie. Aquaknarre. Na, endlich geht's hier weiter. Was haben wir dafür verlernt? Tackle geht dafür raus. Tackle haben wir ja gar nicht verwendet. Überhaupt nicht. Weil Rückzug-Keep ist einfach davon die bessere Attacke. Mit derselben Stärke. Na, bist du gleich wieder so weit, Lebenstropfen einzusetzen? Soll diese Stimme. Damit ist auch Pudox weg. Tschüssi! Beide setzen neue Pokémon ein. Das heißt, beide haben auch damit ihr letztes. Oh, 438 XP. Panikorn. Hallo? Vom Käfersammler? Ach, das ist beides. Und Surprise. Dann machen wir nochmal beide einen Routenschlag. Ja, so ist es fein. So ist es fein. Ja, verwirr sie. Das ist gut, wenn du sie verwirrst. Also jetzt soll sie Stimme. Sie hat Bitterkuss und Lebenstropfen. Weil das ist doch eine vierte, die gerade... Ah ja, und Routenschlag hat sie auch. Ist ja schon mal geklärt. Härtner. Setz Härtner ein. Gut. Probieren wir dann gleich unsere neue Attacke ein. Einprobieren. Ausprobieren. Das funktioniert ganz gut. In der sechsten Generation kam dazu noch so ein Sound oder so eine Stimme. Aber. Ja, nicht mehr. Jetzt weiter Härtner ein. Und bevor mir. Ich probiere es einfach nochmal zu Peise zu arbeiten. Und du setzt bitte Lebenstropfen ein. Ich wünsche es mir. Nein.
Aber Panikon ist schon mal weg. Und Scheiße, ihr erreicht Level 21. Bitte verletz dich selber. Nein. Okay, du. Da geht das. Aquaknarre. Auf dich. So. Das zieht nicht alles. Lebenstropfen. Dankeschön. Gut. Sehr gut. Heile uns. Es heilt uns nicht komplett. Jetzt darfst du dich aber bitte selber verletzen. Ja. Ja. So ist es gut. So ist es gut. Fein. Brav. Level 16 für Floater. Und damit sind wir auch mit denen angeglichen. Au, 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 au. Und ich bin gerade tatsächlich doch noch überlegen, ob wir doch den einen oder anderen Trainer auslassen. Ich weiß aber auch, notfalls kann man die immer noch bekämpfen. Das ist das Gute bei denen. Hier ist noch ein Item. Einen Trank, yippie. Bei denen da oben, den können wir wenigstens noch ausweichen. Also machen wir das dann auch. Na, ihr beiden. Vielleicht sollte man Schutz aktivieren, wenn wir hier durchs Gras laufen. Haben wir denn noch einen? Doch, ich glaube, ja, tatsächlich. Wir haben doch vorhin einen gefunden im letzten Part. Beutel. Wo haben wir denn hier Schutz? Schutz, 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 Schutz. Nein. Da. Den nehmen wir. So, wenn wir dann jetzt hier oben langlaufen, sind wir erfolgreich den beiden ausgewichen. Mal gut. Da ist noch ein Item. Ein Glas Honig. Er lässt einfach so ein Glas Honig einfach rumliegen. Eine Frage. Und da kommen wir überhaupt nicht hin. Und damit haben wir es auch schon wieder geschafft. Durch den Wald. Das ist ja was. Das ist ja was. So. Oh, da ist der Ausgang. Der geht zu einem Stein vom Herzen. Alleine hätte ich das niemals geschafft. Vielen, vielen Dank, Retro. Ja, sehr gerne, Reißer. Und dann verlassen wir den Wald auch mal, ne? Und da sind wir wieder. Route 205. Das ist jetzt der östliche Teil dieser Route. Und hier ist dann auch wieder eben so eine zerschneite Passage. Und da könnte man theoretisch diesen Wald abkürzen. Können wir natürlich jetzt nicht. Ist hier ein Item? Nö, nö, nö. Und hier ist dann nochmal wildes Gras. Wildes Gras! Kennt ihr das auch? Das wilde Gras? Hier sind Angler. Und diese Angler, das mir geraten, sind alles Trainer. Gar nichts beiß an. Ich glaube, ich könnte eine Pause gebrauchen. Ja, sag ich doch. Deswegen, brechen wir auch erstmal nicht weiter an. Wir probieren das. Lass mich raten, er hat nur Carbadore. Wir sehen uns nach dem Kampf wieder. Ich werde diesen Kampf skippen. Mann, die Cam aus. Ja, Leute. Und da haben wir diesen Kampf geschafft. Ah, da haben wir wirklich geschafft. Ja. Ich hätte wohl etwas ernster bei der Sache sein sollen. Tja, warst du nicht. Ich auch nicht. Deswegen. Echt gehabt. Oder deswegen, wir sprechen die anderen auch nicht an. Wir gucken nochmal hier, ob wir Items haben. Hier sind Beeren. Beeren sind auch gut. Und nochmal die letzten Szene Beeren. Und dann heißt es auch gleich wieder anpflanzen. Okay. Dann. Lass mich hier lang. Können wir noch einmal hier unten gucken? Haben wir hier unten noch was? Ja, ein Item. Einen Trank. Muss sich auch lohnen. Gut. Und sind wir hier? In Ewignau. Lebendige Vergangenheit. Alles klar. Du willst mich nicht ansprechen? Gut. So eine Fahrt mit dem Fahrrad kann wunderbar erforscht sein. Findest du nicht auch? Okay. Hey, du da. Ja, du da, Trainer. Du siehst ja stark aus. Dich lasse ich lieber mal in Ruhe. Ich meine, du darfst deine Pokémon behalten. Du wolltest mal meine Pokémon abziehen? Ich glaube, du brennst wohl.
Das ist meine. So, wer bist du? Hey, diese ganze Rüpel hier, ne? Du hast unser Gebäude schon gesehen? Wir von Team Galactic sind so stinkreich, dass wir sowas bauen können. Wann immer wir wollen. Wie sieht denn dein Gebäude aus? Oha. Oh, das ist doch ein Pokédex. Du hilfst bestimmt Professor Eibe, was? Na, wie heißt du denn? Retro also, das merke ich mir. Mein Name ist Cynthia und ich bin ebenfalls ein Pokémon-Trainer. In letzter Zeit studiere ich die Mythologie der Pokémon, einfach aus Interesse daran. Hier in Ewignau steht die Statue eines altertümlichen Pokémon. Man sagt, es sei ein extrem mächtiges Pokémon gewesen. Wer weiß, vielleicht begegnest du auf deinem Reisen ja so einem Pokémon. Ach ja, probier die hier mal aus. Ich bin mir sicher, dass die dir nützlich sein werden. Die TM93? Okay. Das ist die Zerschneider. Ja, interessant. Beim Attacken, du kannst kleinere Bäume beseitigen, die den Weg versperren. Wenn du mit deinem Pocket Zerschneider einsetzt, gelangst du an Orte, die du vorher nicht erreichen konntest. Das ist wichtig, um deine Pokédex mit Einträgen zu füllen. Denkst du nicht auch? Viel Glück auf deiner Reise, Trainer. Ja, gute Reise, dir auch, Cynthia. Wer ist das? Das werden wir noch früh genug erfahren, wer sie ist. Galaktikgebäude von Ewignau. Wir wollen deine Pokémon. Wollt ihr das wirklich? Aber ich glaube, das ist nur das einfache Gebäude, wirklich aus dem damaligen Pearl-Spiel. Pearl-Diamant, also wirklich im Originalstil. Gut, ja komm, nehmen wir uns noch ein klein wenig die Zeit vor. Wir haben ja auch einen Carpador-Kampf gehabt. Dann können wir nochmal das eine oder andere Gebäude hier mitnehmen. Kräuterzutaten sind erstaunlich wirkungsvoll, schmeckt aber sehr bitter. Pokémon mögen sie daher nicht so gern. Jemand sollte Kräutermedizin erfinden, die nicht bitter schmeckt. Das wäre ein echter Durchbruch. Ja. Willkommen im Kräuterladen. Für wirkungsvolle und preiswerte Medizin bist du hier genau richtig. Komm, dann gucken wir doch mal, ne? Heilpuder. Ja, der ganze Krams ist bitter. Wir lassen den einfach mal erstmal auf der Strecke liegen. So viel Geld haben wir auch noch nicht. Aber wir wissen Bescheid, hier gibt es einen Kräuterladen. Kräutermischungen gibt es hier ganz viele. Von groß bis klein. Hier gehen wir noch nicht hin. Und haben wir schon mit dir gesprochen? Ja. Und mit dir? Mein Freund sagt, Team Galactic hätte ihnen sein Lieblings-Pokémon gestohlen. Aber ob das wirklich stimmt? Die Mitglieder von Team Galactic sehen doch so cool aus. Ich weiß ja nicht. Ja, er denkt, dass sie wichtig sind. Radl Reiners Radladen. Schnell und zuverlässig. Ich würde sagen, da gehen wir im nächsten Part rein. Wir haben heute... Ja. Man sagt, dass hier eine uralte... Das sei eine uralte Stadt. Aber so wirkt sie gar nicht, oder? Sieh dir nur all dieses hohen Gebäude an. Ja, in die man alle nicht reingehen kann, weil sie alle keine Türen haben. Seit Team Galactic dieses Gebäude errichtet hat, ist die Atmosphäre hier ziemlich angespannt. Man weiß ja nicht mal, was die da überhaupt treiben. Ewignau ist nicht mehr das, was es früher einmal war. Ja, das ist oftmals so, wenn die Zeit voranschreitet. Wenn du Ewignau besuchst... Das ist wahrscheinlich... Ich glaube, das ist... Wenn du Ewignau besuchst, musst du einfach mit dem Fahrrad den Radweg entlang fahren. Achso, ja, okay. Aber? Wer bist du? Mit dem Erkundungsset, die Untergrundhöhlen zu erforschen, macht total Spaß, nicht wahr? Ja, das bekommt man alles hier. Da bekommt man vieles hier sogar aus der Hinsicht. Können wir nochmal hier reinschauen? Können wir nochmal schauen? Boah, das ist leer. Ist einfach leer, alles klar. Das schauen wir hier halt nicht. Dann schauen wir halt hier. Das ist die Arena. Die möchte ich noch nicht sofort machen. Die wollen wir dann auch wenn dann erst im nächsten Part machen. Dann Wohnanlage Ewignau. Namensbewertung möglich. Aha.
Hallo, hallo, ich bin der Namensbewerter. Soll ich die Spitznamen deiner Pokémon bewerten? Nein, unsere Spitznamen sind super, wie sie sind. Okay, komm gerne wieder, wenn du es dir anders überlegst. Entschuldigung, hast du ein Pokémon namens Barmelin? Willst du es vielleicht gegen meinen Plaudergeil tauschen? Nein. Oh, schon gut, macht nichts. Aber lass uns unbedingt tauschen, falls du deine Meinung ändern solltest. Vielleicht, aber Floater gehen wir nicht her. Hoi, ich bin der Hausverwalter und ich halte hier 40 Stunden lang am Tag wachsam meine Augen offen. Okay, dass hier kein Tag im Galaktik reinkommt. Unsere Arenaleiterin Silvana geht manchmal in den Ewigwald. Die fragen mich, was sie dort macht. Das ist eine gute Frage. Hier ist ein Mülleimer. Auch der ist leer. Die TMs. Diese DMs habe ich schon so lange. Ehrlich gesagt brauche ich sie nicht mehr. Ja, hoffentlich kann sie damit mehr anfangen als ich. DM 67. Was ist das? Was haben wir da? Leute, wie ich habe eine Vergangenheit, auf die sie zurückblicken können. Jungen Leute, könnt euch dafür auf die Zukunft freuen. Ja, du sagst mir also nicht, was für eine Attacke das ist. Dann nicht. Dann gehen wir nochmal hier hoch. Noch weitere Ebene hoch. Und... In den unteren Höhlen liegen schimmernde Steine auf dem Boden herum. Ich habe viele Sticker gesammelt, mit denen ich nun meine Pokébälle beklebe. Bald kann ich mich an der Herausforderung der Superwettbewerbsshow in Herzhofen erstellen. Das ist der Hammer! Ich habe ein Like für meine Geheimbasis erhalten. Man kann Likes erhalten? Auch in Ohren sammeln, Wettbewerbe gewinnen. Es gibt viele verschiedene Wege, den... ein Sieger zu sein. Ich hoffe, du findest etwas, worin dir der strahlende Gewinner sein kannst. Ja, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Okay, meine Freunde. Und nun sind wir auch am Ende des Parts. Den weiteren Teil von Ewignow erkunden wir auch dann. Also, bis dahin und ciao!